muss ja auch so sagen, du bist der eigentlich, der am lautesten gebellt hat, aber du bist auch der, der mit am wenigsten gezeigt hat. Gute Bälle, Männer. Boah! Schön, dass wir auch wieder eine große Halle haben, große Tore. Freunde, neues YouTube-Video. Heute eine Special-Edition, denn es sind wieder 20 Folgen rum. Das heißt, wir haben einige Teilnehmer aus den alten Folgen eingeladen. Es geht darum heute, wer der beste Spieler ist. Und der beste Spieler wird, wie bei der Folge mit Giuliano und Steven, blende ich euch jetzt eben hier ein, belohnt mit einem garantierten Probetraining. Steven kriegt sein Training schon Ende Januar. Der Gewinner heute auch Ende Januar schon mit dabei. Beim garantierten Probetraining ist, glaube ich, eine richtig geile Edition. Im neuen Jahr wäre es cool, wenn wir die 300.000 Abos voll machen. Das sind nicht mehr viele. Jetzt will ich auch nicht allzu viel labern. Kommen wir direkt zur Juryvorstellung. Freunde, falls ihr auch mal bei Find the Pro mitmachen wollt, blende ich euch hier den Broadcast-Channel hier auf Instagram ein. Gerne reinkommen in den Channel. Da gibt es alle Infos zu den nächsten Folgen, die wir in den kommenden Wochen drehen. Und natürlich auch, wie ihr euch bewerben könnt. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Dia, Fußball-Content-Creator und Spieler auch von Delay Sports. Und hier geht's gleich weiter. So, mein Lieben, mein Name ist Agit Kabayel, aktuell noch Europameister im Schwergewicht, Profiboxer und ja, ich guck mir die Jungs heute genau an. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin Ferdo Fisim, ich bin Künstler, Musiker und ja, bin froh, auch hier dabei zu sein und ja, gebe ich mal weiter. Ja, Kevin Reuter, Spielerberater 110 Sportmanagement. Bin ja jetzt nicht mal das erste Mal dabei. So groß vorstellen ist nicht nötig, aber immer gerne. Jubiläumsfolge sowieso. Sind sehr gespannt, welches Niveau heute da ist. Ja, Freunde, ihr habt es mitbekommen, Jubiläumsfolge ist natürlich immer was ganz Besonderes. Freue ich mich auch immer richtig drauf. Heute auch nicht nur ein garantiertes Probetraining, sondern Kev hat, glaube ich, auch was mitgebracht. Ja, Dia, richtig. Hier ist ein Vertrag für denjenigen, der das heute gewinnen wird. Der bekommt eine garantierte Zusammenarbeit mit mir. Dann wird er mal intensiv betreut und versuchen, ihn dorthin zu bringen, wo er gerne hin möchte, wo er auch aus unserer Sicht dann in dem Fall hingehört. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine richtig coole Sache, weil auch einige Fußballer hier auf jeden Fall ja, ohne Betreuung gerade rumlaufen, auch keinen Verein haben. Ist, glaube ich, eine richtig coole Chance, heute sich zu präsentieren. Noch zu meinen anderen beiden Jury-Kollegen. Erstmal Agit, frisch aus Saudi-Arabien hier hingekommen. Für die Leute, die den Kampf nicht gesehen haben, das war auf jeden Fall ein Spektakel. Also der Mann hat eben ein Bild mit Ronaldo noch gemacht. Das stimmt. Wie war das Gefühl, sag mal ehrlich? Mit Ronaldo? Oder nee, der Kampf. Erstmal der Kampf und dann vielleicht beides. Kampf war, wie gesagt, es war so, irgendwann ist man drin. War jetzt mein 24. Profikampf. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben gewonnen und das zählt, weißt du? Alles andere ist Nebensache. Und Ronaldo hat sich dann nicht mehr gejuckt. Ja, was heißt, warum nicht? Mit dem Goat ein Bild zu machen? Ist immer so, weißt du, Ronaldo, wir sind Ronaldo-Supporter. Ronaldo oder Messi, kurze Antwort. Brauchst du keine Antwort, guck auf mein Instagram. Okay. Ja, noch ganz kurz zu Ferro. Ja. Bruder, ich habe bei dir geguckt, ich auf jeden Fall die Musik gefühlt seit Tag 1 gefeiert. Größter Hit, ja. Puerto Rico? Puerto Rico, ja, ja, ist der größte Hit gewesen. Ne? Für die Leute, die es irgendwie am Leben vorbeigelaufen sind, über 42 Millionen. Wir sind auf jeden Fall mehrmals Gold gegangen. Also wir sind mit Jaja Gold gegangen. Puerto Rico ist Gold, wie im Traum ist Gold. Deswegen sind es ganz gut gegangen. Wir haben lange Pause gemacht gehabt. Wir geben jetzt wieder Gas. Ne? Sind wieder mit der Musik am Start und ja, machen das Beste daraus. Sehr cool. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ja, eine richtig cool gemixte Jury. Agi kann sich alles rund um das Thema Fitness genauestens angucken. Hast du ja letztens bei der Casey-Folge auch noch mit Casey zusammen die Folge geguckt. Genau. Hast auch direkt gesagt, ey, der ist aus der Puste so. Das weiß ich noch. Ferro kann aber auch. Wir haben trotzdem den falschen erwischt. Ja, trotzdem. Man kann ja nicht mal funktionieren. Bei Ferro ist das so, der kann auf jeden Fall viele Punkte zum Thema Erfolg noch mitgeben. Ist, glaube ich, auch eine richtig, richtig geile Sache. Und Kev, brauche ich nicht drüber reden. Urgestein mittlerweile in der Folge. Wollen auch nicht ganz so viel labern. Kommen wir direkt jetzt auch mal zur Spielervorstellung. Ah, hallo, mein Name ist Abdul, bin 18 Jahre alt. Meine Position Stürmer, links vorne, rechts vorne, Zehner auf. Ich war bei der Folge 18 dabei. Ich hatte den Verein FC Levanti. FC Levanti auf die 1 natürlich. Euer Halt macht mich auf jeden Fall besser. Ich nehme heute die Leute an die Leine, weil ich der Kapitän bin. Hallo, ich bin Faris, bin 23, spiele auf der 8 und 10 und rechts außen. Meine Folge ist unbekannt, da mein Paket verloren wurde, aber ich bin da, um mich nochmal zu beweisen. Hallo, ich bin Benjamin Friesen, ich bin 20 Jahre alt. Ich war in der Folge 14 dabei, bin Flügelspieler und Achter, habe mich damals als Spieler von Kaja Reykjavik aus der ersten isländischen Liga ausgegeben.
und spiele immer noch in der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück und bin froh, hier dabei zu sein. Hi, mein Name ist Mehmet Can Şenojak, ihr könnt mich auch Memo nennen. Ich bin 21 Jahre alt, bin 10er, habe mich bei der Folge 17 als Schalke U19-Spieler vorgestellt und werde die Jungs ein bisschen Fußball beibringen. Hallo, ich bin Ibrahim, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe in Nummer 5 teilgenommen als Energie Cottbus-Spieler und bin Mittelstürmer. Ich habe 7 Stunden Weg hinter mir und definitiv Bock jetzt zu zerreißen und nicht, dass diese 7 Stunden umsonst weggehen. Hi, ich bin der Doni, ich bin 24 Jahre alt, ich war bei der Folge 17 dabei. Bin 8er, 10er hängende Spitze und mein Verein war FC Fulham. Und ich glaube, heute geht es richtig rund mit den Jungs. Ich heiße Lozan Bosmas, bin 23 Jahre alt, war in der Folge 19 mit dabei und habe mich als schwedischer U21-Spieler genannt. Und ich bin auf jeden Fall heute da, um die vordere Reihe schön nacheinander nach Hause zu schicken. Mein Name ist Ami Amadi, ein altbekanntes Gesicht. Ich freue mich, heute dabei zu sein für eine zweite Chance. Bei der letzten Folge konnte ich leider nicht performen, aus gewissen Gründen. Heute bin ich da, um mich mit den Jungs wieder zu messen. Boah, ordentlich Feuer hier drin. Also die Jungs sind auf jeden Fall sehr giftig. Schon einige Ansagen rausgehauen. Ich glaube, gibt ja im Kampfsport ein sehr, sehr prominentes Beispiel, der immer sehr krasse Ansagen gemacht hat. Gab eine Phase, in der der auch alles durchgezogen hat, seine Ansagen, auch ein paar Jungs K.O. gehauen. Das wirkt dann selbstbewusst und stark, ja, aber wenn man Ansagen macht und dann auf die Schnauze bekommt, dann wirkt es lächerlich. Deswegen sind wir sehr gespannt. Also es kann am Ende nur einer gewinnen. Wir haben 3, 4, 5 Ansagen gehört. Bin sehr gespannt, wie viel Feuer hier gleich auch auf dem Platz sein wird. Ja, die Ansagen, die ihr da gebracht habt, wecken große Erwartungshaltung. Wir dürfen, glaube ich, sehr gespannt sein, wie die Giftigkeit sich auf den Platz auswirkt. Das auf jeden Fall, aber für Jungs vorsichtig sein, ne? Nicht verletzen oder so. Ne? Nicht, dass sie auf einmal hier jemand sich verletzt oder so. Overpaced. Aber bei der ersten Challenge kann man sich, glaube ich, nicht verletzen. Oder sollte man sich am besten nicht verletzen. Die Jungs sind warm, haben sich gedehnt, sind ready. Erste Challenge, das, was ihr feiert, was ich auch feiere und was ich immer wieder in den Kommentaren lese, 5-Shot-Challenge, haben wir richtig viel Action dabei. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf das große Comeback von Abdul bei der 5-Shot-Challenge, denn der startet jetzt. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Ihr seht schon, wir sitzen hier in einem Restaurant bei meinem Bruder Omar zu Besuch. 3 Hs, heißt die Burgerkette, wirklich überragende Burger. Ich bin wirklich immer wieder gerne hier. Es gibt jetzt eine coole Franchise-Möglichkeit. Genau, also wie du weißt, ja, nicht jeder kann mit Fußball erfolgreich oder auch Fußballprofi werden. Das wollten wir alle. Es gibt auch andere Bereiche. Wir bieten an und begleiten die Leute vom Gewerbeschein bis zum erfolgreichen Unternehmer. Wir bieten das 3Hs im Franchise an. Deswegen könnt ihr euch hier bewerben und würden uns dann freuen, euch kennenzulernen. Das war ein Statement und jetzt geht's weiter im Video, Freunde. Viel Spaß. Ab, du bist ready? Wenn du ready bist, kannst du starten. Gut. Was machen wir so jetzt mit Ablauf? Jetzt steht der richtig. Er hat das Format richtig verstanden. Also möglich. Ruhe in Person, ne? El Capitano. 2 von 2, gut, Abdul. Abdul! Abdul, ich kenne ihn das so. 5 von 5 wären jetzt ein Statement an die Jungs. Das wäre ein richtiges Statement. Ui! Oh, aber was von dem Zwischenschritt so? Will er den Kunstraum kaputt machen? Warte, jetzt pass mal auf, er macht 5 von 5. Oh, Kieper. Nimm nochmal mit, genau. Und jetzt nagel ihn rein. Ui! Das ist Feuer, Mann. Statement. Das ist Feuer. Da braucht man nichts. So. Da gibt's nichts zu sagen. 5 von 5 ist eine Ansage. Ich freue mich auf Fares, muss ich sagen. Einer meiner Top-Favoriten heute. Hat bei den Spielen geperformt. Fares, wenn du ready bist, kannst du starten. Ja. Ah. Ist ja
eine Show machen. Sehr schön. Immer sehr seriös. Schön erstmal die Schokoladen. Schön ins kurze Eck. Genau dahin. Ui. Sehr gut, Fares. Mit rechts habe ich ihn noch nie schießen sehen. Ja. Besser ist. Oh, jetzt mit rechts. Oh, ja! Der sollte da hin. War schön. Trotzdem war schön gemacht. Scheißbein. Aber der Schuss war gut. Er ist ja schon in der Regionalliga. Benni, ich mag auf jeden Fall seinen Ablauf beim Elfmeter. Zwei Schritte nach links. Sehr schön. Schön. Das war gut geschossen. Kleiner Hüpfer noch. Man merkt schon, ne, bei den 1-gegen-1-Situationen, da ist keiner bereit, irgendwie Schnörkel oder sowas zu machen. Ist aber gut. Sehr schön, wenn sauber. Gut. Ist doch genau das auch, um was es geht. Tore machen. Ja. 4 von 4. Ui. Also Messler hat das schon gut gesetzt. Machen. Einen muss er noch machen. Schöner Touch jetzt. Ja, okay, schade. Aber alles okay. Der Lieblingsspieler von Prince Boateng. Zeig, was in dir steckt, mein Freund. Ah, schlecht geschossen. Boah, der hat so gute Beine. Das hat er gut gemacht. Den hat er immer am Fuß gehabt. Hat auch gemerkt. Alle anderen haben bis jetzt geschossen. Der Torwart ist drauf eingestellt. Also sauber. Oh, gut geschossen. Stark. Okay, geht aufs Lange. Aber trotzdem, der war auch schön. Ein Ball noch? Rechts. Aber du einen Schuss mit dem linken, ne? Ja. Trotzdem gut. Schöner Touch-Memo. Ah, schade. Boah, ich glaube, heute gesagt, das ist so lang. Ibra, der in der Folge von Imad und Kova und ein bisschen zu kurz weggekommen ist. Heute ist deine Bühne, mein Freund. Heute kannst du zeigen, was in dir steckt. Gut, wenn wir mal clean. Also Elfmeter kannst du nicht schießen lassen, das ist keine Frage. Aber sehr viel Power dahinter. Ah, ja, da merkt man, dass er 4 Monate den Ball nicht am Ball hat, also am Fuß hatte, weißt du? Kannst du einfach nicht aufhören. Diese 4 Monate schmeißen sich 2 Jahre nach hinten. Oh, gut geschossen. Aber auch schon. Und den macht er stark. Die Leute schlafen, ich würde einfach mal selber schläft. Weil Fähigkeiten sind ja da. Der Junge hat Power, der hat Dynamik. So, der bisschen wundert mich das ja auch. Ich glaube, der will mehr Richtung MMA machen, hat er zumindest in der letzten Folge gesagt. Ja. Der will mehr Richtung Kampfsport machen. Ist ja auch noch jung, 18 Jahre alt. Besser? Da wusste er nicht. Oberschenkel, Bauch. Ah, der zweite Kontakt war auch nicht gut vorbereitet. Also ich muss eine Sache sagen. Ibra, bei dir merkt man, Bruder, ja, dass du 4 Monate keinen Ball am Satz. Okay, Duni. Oh. Keep up. Erst 1 gegen 1. Erst 1 gegen 1. Ja, ja, alles gut. Okay. Den macht er gut. Gut, dann Power hat er. Auf jeden Fall ein Bums. Aber das ist auch genau er, weißt du? Er kommt über seine Power, seine Kraft. Stark. Souverän, ne? Ja, mit links, rechts. Alle waren jetzt drin. Ava war drin, rechts, links. Ja, alle waren drin. 4 von 4, stark. Jetzt nochmal. 5 von 5. Kannst nichts zu sagen. Einmal frei, Doni. Super. Losan, innerhalb von einer Woche Linksfuß geworden. Oh, zeig, was du kannst, Junge. Lass dich überraschen, sagt er. Wusste ich, du musstest das machen. Wow. Das habe ich gesehen. Er ist 1 gegen 1 und Kamera ja, hält. Aber meinst du, das ist immer noch auf uns zugerichtet? Ja, bestimmt. Ah, zu viel, zu viel. Losan! Man muss sagen, das ist ein frecher Kicker, ne? Das ist ein richtig Straßenkicker. Wow, schade. Er hat einen sehr guten Rechten, ey. Muss man sagen. Ich glaube, der hätte den irgendwann nicht so Faxen gemacht, ne? Hat den auch noch reingemacht. Sein Linker ist halt nicht gut ausgebildet aus der letzten Folge, aber jetzt vielleicht. Okay. Och, echt? Okay. Man muss sagen, Fitness ist bei den Ziffern, ne? Ja, ja, alles gut. Diese.
Aber trotzdem haben wir das. Und zu viele Harakets gewesen. Aber trotzdem war gut. Du bist zu viel mit Quaresma unterwegs. Der ist auch ein guter Kicker eigentlich. Ja, sehr guter Fußballer. Ui. Ganz abgewichst. Aber was gefällt mir? Wenn du das machst, muss funktionieren. Hopp, oh, gute schnell, Beine haben wir. Sehr schöne Beine. Ja, Max, warum schnell, ne? Schön, schön. Schnelle Beine. Ganz andere Körperspannung als zur letzten. In der letzten Folge. Ganz andere Spannung. Aber was ist, wo spielt der? Welche Liga spielt der? Ist jetzt noch immer vereinslos gerade. Genau, immer noch vereinslos. Aber der, man sieht, er macht was. Der ist immer am Ball. Da ist er angelaufen. Sauber, ey. Der ist stark angelaufen, als wollte er lang schießen. Ja, hat uns alle verarscht. Ich hatte auch nicht oben rechts. Meinst du, er macht 5 von 5? Könnte. Links ist jetzt entscheidend. Ah, ja, schön. Das war trotzdem gut geschossen mit links. Ja. Schöner Touch, Amir. Schön. Jawohl. Ja, von ihm kann noch mal kommen. Sehr, sehr stark. Guter schön. Durchgang. Ja. Freunde, ich blende euch noch mal eine Statistik ein. So viele Leute gucken die Videos, aber ganz viele folgen nicht. Und auch so viele, das, was mich viel mehr gewundert hat, dass ich glaube fast 80% der Leute die Glocke nicht aktiviert haben. Also gar nicht so richtig die Infos kriegen, wann die nächsten Folgen oder wann die neueste Folge online ist. Deshalb gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. So Freunde, die Five-Shot-Challenge ist jetzt vorbei. Ja, Kevin, willst du vielleicht mal anfangen, wer dir gefallen hat und wen du vielleicht, gerne. Wen du rauswählen würdest? Also gefallen, muss ich sagen, waren schon sehr, sehr viele. Der Fokus gefällt mir, ja, die Jungs sind heiß. Besonders beeindruckt jetzt am Ende Amir, muss ich sagen. Aber auch Abdul hat ein Statement gesetzt. Also wie er da die 5 von 5 gemacht hat, sehr fokussiert. Hat mich überrascht, ja, enttäuscht ein bisschen von Ibrahim, weil er... Ja, man hat halt gemerkt, die 4 Monate, die fehlen ihm extrem. Und das Niveau ist sehr, sehr hoch heute. Da muss man sagen, ist er halt ein bisschen abgefallen. So, das wäre auch der Kandidat, den ich jetzt in der ersten Runde einloggen würde, der es nicht geschafft hat, weiter dabei zu sein. Ja, also wie gesagt, also ich stimme ihm zu. Er hat alles Top-Spieler hier. Die haben alle sehr gut gespielt, die haben sich bewiesen. Bei Ibrahim war halt das Problem. Da war halt auch wirklich das Problem. Man hat gemerkt, dass er 4 Monate wirklich nicht den Ball, mit dem Ball wirklich viel gespielt hat. Aber trotz dessen würde ich sagen, ja, ich gehe mit, auch bei Ibrahim. Aber ich will ihm jetzt nicht die Dings nehmen, ich will ihm jetzt gar nicht den Traum nehmen oder sonst was. 4 Monate ist eine Zeit, man kann das sofort wieder, er ist ein guter Kicker. Seine Waden sind da, weißt du was, ich meine, seine Statur ist da. Ich meine, ja, die 4 Monate, wenn er wieder Gas gibt, ist auf jeden Fall wieder drin. Also ja, bei mir auch, wie gesagt, alle Jungs waren bis jetzt sehr, sehr gut, ne? Also auf jeden Fall machen die bis jetzt sehr, sehr gut. Bei mir ist auch Ibrahim eingeloggt, aber ich glaube, Ibrahim hat woanders den Fokus aktuell. Ich glaube, der macht gerade ein bisschen, der ist im Kampfsport aktiv und der ist auch für einen 18-Jährigen übertrieben, also athletisch, sehr, sehr stabil. Bei mir auch, wie gesagt, Amir auf jeden Fall ganz, ganz vorne, macht er bis jetzt sehr, sehr gut und die anderen Jungs auch und ich freue mich auf die nächste Challenge. Deshalb habe ich euch eingeladen, weil ich eine gute Jury-Expertise habe. Ich bin auch echt sehr glücklich über Amir, weißt du, in der anderen Special-Edition war das so, dass du da so ein bisschen, ja nicht den Fokus hattest, hatte seine privaten Gründe, haben wir auch off-cam gesprochen. Deshalb bist du auch wieder da, weil ich gesagt habe, ey, ich will dem Jungen nochmal eine Chance geben. Du hattest deinen Fokus woanders, heute bist du voll fokussiert und freut mich echt extrem für dich, dass du heute so abliefern kannst. Abdul, auch ein Statement gesetzt, ne? Muss man schon sagen. Aber man muss auch sagen, wir haben auch viele, viele weitere starke Durchgänge gesehen. Also Benny, Fares, Memo, wenn ich da rüber gucke, Ibrahim. Halt 4 Monate raus, hast du gerade erzählt. Und das hat man leider Gottes so ein bisschen gesehen. Aber wir wissen, was du kannst. Und mit 18 Jahren ist, glaube ich, noch eine Kampfsportkarriere. Ich glaube, da ist auch dein Fokus so ein bisschen. Ist noch möglich, bei oder? Bei mir war es ja genauso. Ich habe ja selber Fußball gespielt. Mhm. In der Verbandsliga. Ich habe bei Westfalia Herne gespielt. Und mit 15, bei mir war auch der Zug abgefahren, wo ich gesagt habe, ey, Profi sein wird auf jeden Fall mit Fußball nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Habe ich mich vollgefressen, bin dann so in Wachstum, Spielpapatit gekommen, bin dann mit 16, 17 zum Boxen gekommen und ja, guck mal, wo ich jetzt stehe. Vielleicht hörst du in 2, 3 Jahren auch irgendwie, er rasiert alles im MMA. Würde ich dir auf jeden Fall gönnen, Ibra. Jetzt mal so nochmal Frage, noch ganz kurz. Willst du denn Richtung Kampfsport jetzt noch weiter Fokus machen oder jetzt 4 Monate raus gewesen, kein Ball am Fuß, willst du doch lieber Fußball spielen? Ja, also da kann ich definitiv zustimmen. Man merkt auch, dass meine Beine komplett aus sind von diesen 4 Monaten. Man hat kein Ballgefühl mehr. Ja, genau. Ich mache tatsächlich MMA derzeit. Ich bin in Berlin bei Spitfire. Vielleicht
haben Sie das gehört. Es ist dennoch trotzdem Frage bei mir im Kopf noch, ob ich mit Fußball oder mit Kampfsport weitermache, weil es gibt Vereine, die schon Angebote schicken und auch keine schlechten Angebote. Und was MMA angeht, ist bei mir meiner Meinung nach schon Potenzial, auch in MMA weiterzumachen. Was würdest du dir empfehlen? Ich würde empfehlen, eine Sache richtig zu machen, ne? Nicht so halbherzig mal hier zu stehen, da zu stehen. Weißt du, ich meine, du hast eine Sache vergessen, du bist 18 Jahre alt, ne? Du hast jetzt noch alles vor dir. Aber wenn du eine Sache machst, mach sie zu 100% und versuch da Leistung zu bringen und den kompletten Fokus drauf zu setzen, weißt du? Ja, genau, das ist auch der Ziel in den nächsten 2-3 Monaten, mich wirklich 100% zu entscheiden, ob es Kampfsport oder Richtung Fußball sein wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, mein Lieber, ja? Dankeschön. Danke sehr. Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe es schon ein bisschen erwartet, weil ich wusste, dass ich, bis ich hierher gekommen bin, wirklich gar keinen Ball angefasst habe. Die Jurys kann ich 100% mitgehen, die haben recht. Da kann man, glaube ich, da draußen auch niemand dagegen was sagen. Und ja, euch noch viel Spaß beim Zuschauen. So, Freunde, 7 Teilnehmer haben wir noch dabei. In der nächsten Challenge fliegen gleich 2 raus. Ist das, was wir mal in der Folge 5 gemacht haben. Doppelpassabschluss, hier ist uns das Passspiel wichtig, natürlich auch wieder mit Torabschluss. Rechter Fuß, linker Fuß und freue mich auf einige Durchgänge jetzt. Abdul, wenn du ready bist, Passspiel wichtig. Okay, wir sind auch ready. Okay, Annahme. Ein bisschen erzwungen. Oh, wie aggressiv. Er ist wirklich aggressiv, ne? Passspiel darauf achten. Ich glaube, wenn ich den so auf Straße sehen würde, ich hätte nur noch gedacht, dass er ein Fußballspieler ist. Das ist das Problem. Weißt du, was ich das ist das Problem, dass das gibt mir so diesen, kennst du diesen, was aber das, alles das hat auch wieder das Besondere. Ja, aber ich muss sagen, okay, Abschlusstor, aber ich finde, dieses Passspiel sieht so erzwungen aus, ne? Genau. Nicht dieses geschmeidige. Unästhetisch. Ja, genau, unästhetisch ist das Richtige. Aber vergleich jetzt nur das Passspiel mit Fares jetzt zum Beispiel. Ich weiß jetzt schon, dass das ein ganz anderes Passspiel wird. Okay, Fares. Das ist das, was ich auch meinte, so diese Ball-An- und Mitnahme, dann auch noch so direkt der Kontakt, der Ball liegt perfekt zum Abschluss, so soll es sein. Aber er macht es halt sehr, sehr flüssig, ne? Cleaner, er kann es auch besser, da ist auch noch Luft nach oben, aber es war cleaner. Der Liga-Höchste, Regionalliga West. Benni, wenn du ready bist, let's go. Schön, schön. War so gewollt. Ja. Trotzdem. Von dem muss man mehr sehen, ein bisschen. Jetzt macht das sogar direkt. Ja, super. Ja. Sehr schön, Benni. Sehr, sehr schön. Ah, sehr gute Athletik, Benni. Ehrlich, sehr, sehr stark. Mit 20 so, solche Beine, so Dings, so athletisch ist schon stark. Danke. Der hat Testo genommen, der Bruder. Der Testo. Memo. Ja, Memo. Momo zu ihm. Auch schön, ne? Schön. Schön. Ja, der hat eine gute Schusstechnik, ne? Er hat an sich eine geile Technik in allen Belangen. Schön, Mann. Ah, stark. Linksfuß? Ne, der ist Rechtsfuß. Ist er Rechtsfuß? Mhm. Ich meine, mit den Linken hat er geschossen. Ja, ja, ne? Aber den hat er gut gemacht. Doni, wenn du ready bist? Auf den bin ich auch gespannt. Der muss abreißen. Oh, ja, ekelhaft. Du musst den Torwart ins Tor schießen. Oder Lozan, nochmal. Was hast du wortwörtlich gesagt? Ich rasiere diesen Durchgang oder? Okay, das. Ja, weiß ich auch, welche Mutter der rasieren will. Guck mal. Okay. Bro, also bis jetzt, ne? Also guck mal, der Abdul war auch nicht gut, ne? Er auch nicht, also von der Körperhaltung, aber Abdul war besser als er. Ja, ja. Wir müssen auch auf das Passspiel achten. Also ja. Ich finde, das sieht, es sah bei ihm echt nicht. Aber bei Abdul auch nicht? Nee. Bei beiden nicht. Also vom Ablauf her, auch bei Doni, auch, muss man ehrlich sein, nicht 100%. Amir. Der hat ein super Passspiel. Guck mal, wie Druck dahinter ist. Schön. Der Junge ist heute on fire, aber das ist cool, ja, das war mir so. Zack. Stark.
1 gegen 1, bei 1 gegen 1. Stark Amir. Super Amir. So Freunde, wir haben jetzt Passspiel mit Abschluss gesehen. Müssen zwei Leute rauswählen. Ja, Agit, willst du mal gerne anfangen? Wer dir gefallen hat und welche zwei du vielleicht rauswählen würdest? Also ich habe eigentlich bei mir drei eigentlich eingeloggt, aber die Runde müssen wir zwei rausnehmen, ne? Aber wie gesagt, bei mir war auf jeden Fall Lozan heißt er. Die Runde war auf jeden Fall ganz schwach. Und Doni habe ich auch eingeloggt gehabt, aber Abschluss war gut. Ne? Und bei mir war auch Abdul eingeloggt, aber wie gesagt, er macht seine Buden. Ne? Die drei Namen habe ich aufgeschrieben. Für zwei entscheide ich mich. Das wäre Lozan und Doni. Ne? Mhm. Wer hat dir denn besonders gut gefallen? Amir war wieder Maximum sehr, 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 sehr stark, muss man ehrlich sagen. Sehr stark. Also er hebt sich auch komplett ab. Ne? Jetzt gerade ist er Amir Prime. So wie ich ihn eigentlich von Folge 1 kenne, wie er da performt hat, ist er heute on point. Gefällt mir richtig gut, auch ganz andere Körpersprache. Also bin 100% bei Agit, weil als 24-Jähriger, man hat mehr Erfahrung, man hat mehr PS, mehr Kilometer auf dem Tacho. Man weiß genau, wo die Reise hingehen soll. Deswegen bin ich da auch bei Doni. Und Kandidat 2, ja, leider muss ich auch Lozan da wählen. Ich bin auch der Meinung, also ich sag, hier bei Lozan war einfach, das war zu wenig gerade. Ich kann mir vorstellen, dass er in einer Halle super spielen kann, weißt du was ich meine, auf kleine Tore, dass er auf jeden Fall ein bisschen da rumfummeln kann und seine Dinger da auch bestimmt machen tut. Bei Doni stimme ich dem Agit auch zu, so Doni, Top-Statur, groß, weißt du was ich meine, hat das Bild eines Fußballers. Ist aber halt auch ein bisschen mit dem Alter. Wir haben ja auch natürlich jüngere Spieler, die auch Gas geben. Und natürlich wollen wir jedem die Chance da auch ein bisschen lassen. Deshalb würde ich jetzt auch sagen, erstmal Lozan und Doni. Also, wie bitte? Ich wollte was sagen. Ja, bitte. Klar. Das passt mir auf jeden Fall nicht. Und ich würde gerne, wenn es geht, 1 gegen 1. Selbe Szenario wie auf der letzten Folge. Ich gehe auch kurz nach Hause. Wen willst du nach Hause schicken? Meinen Kollegen hier neben mir. Weil durch Doni. Diese eine Übung kann man jetzt nicht vieles sagen. Und mit Doni will ich mich auf gar keinen Fall anlegen. Okay. Ich will das sehen. Ich will es auch sehen. Ich will das sehen. Ja, aber du hast gerade nicht, glaube ich, verstanden, was wir gesagt haben. Ne? Wir schicken euch beide nach Hause, nicht Dings. Ja, deswegen sage ich, wenn es geht, ich würde mit ihm stechen, 1 gegen 1. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, weil das wird ja auch gang und gäbe. Der hat beim letzten Mal ein 1 gegen 1 bekommen, so als Almosen, jetzt schon wieder. Wenn es nach mir geht, auf gar keinen Fall. Also, wenn es nach dir geht, aber die drei haben ja auch noch... Dürfen ja auch noch entscheiden. Wenn die drei sagen ja, dann wieso nicht? Mehrzahl. Du bist auch ein Spielerberater und kein Trainer, sonst was. Deswegen, da bin ich ja auch nicht, kein Problem. Ja, wenn die drei Mehrheit sind, wenn die dafür zustimmen, dass ich das machen darf, 3 gegen 1, dann würde ich sagen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, du hast ja, man muss ja auch so sagen, du bist der eigentlich, der am lautesten gebellt hat, aber du bist auch der, der mit am wenigsten gezeigt hat. Das muss man auch einfach so ehrlich sagen. Ja, sonst wäre ich ja in der ersten Runde raus, wenn es so wäre. Ist ja nicht so. Ich bin ja weitergekommen in der ersten Runde. Ja, aber weil in der ersten Runde noch jemand da gewesen ist, der noch schlechter war. Ganz ehrlich, hier haben 3, 4 Leute genauso scheiße geschossen wie ich, aber deswegen... Ja, aber du hast ja gesagt, ich rasiere und das Einzige, was du rasiert hast, weiß ich nicht. Ja, kommt ja noch. Gibt es ja deswegen ja noch ein paar weitere Übungen. Ich sage auf gar keinen Fall als zweite Chance. Nochmal zweite Chance und nochmals. Dann kommt nächste Woche wieder einer zweite Chance und sagt einer wieder, ich kam gerade aus dem Flieger, Beine schwer. Ja, Agit, du hast gesagt, auf jeden Fall, du willst das sehen. Aber lass mal kurz ausreden, bitte. Du hast gesagt, du willst das sehen, Bruder, weil der Spielerberater gesagt hat, er will es nicht. Stimmt jetzt alle drei denen zu, weil ich meine, du sagst nicht korrekt, was ihr macht. Nein, 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 stopp. Doch, stopp. Bruder, alles gut. Nein, da muss ich widersprechen. Ferro und Agit wollten es als Entertaining-Faktor sehen. Kevin hat Nein gesagt, ich habe mich noch nicht mal dazu geäußert. Ich hätte das sowieso unterbunden, weil ich gesagt hätte Nein. Weil, das ist nicht böse gemeint, Lozan, ich mag dich vom Typen her, aber ich sage, guck mal, wenn wir jetzt damit anfangen, nächste Woche kommt der Nächste so. Übernächste Woche wieder der Nächste. Und dann... Auch gegenüber den anderen jetzt gerade, die auch gespielt haben. Die werden sogar kalt. Benni, guck mich schon an, der friert schon so halb. Ich hätte aber, wenn ich jetzt noch ganz kurz die Entscheidung zu Ende sagen würde, ich hätte Lozan auch nach Hause geschickt. Also nicht... Boah, sorry, das kam jetzt böse rüber. Ich hätte... Meine Stimme wäre jetzt gegen Lozan gewesen. Ja, für mich wäre Lozan raus und ich hätte Doni aber weitersehen wollen und hätte Abdul rausgeschickt. Also das wären für mich die zwei schwächsten Kandidaten gewesen. Doni Passspiel hat mir auch nicht so gefallen. Das ist nicht, glaube ich, nicht deine absolute Stärke. Also das Klatschen lassen hast du besser gemacht, als wenn du selber deinen Durchgang hattest. Abschluss wie immer top. Hat mir immer wie immer gut gefallen. Aber ich verstehe natürlich die Jurykollegen, die sagen, von einem 24-Jährigen, ähnlich jetzt Fares ist auch so im Alter, der Gewinner kriegt heute ein Probetraining. Da muss man schon, weil
Kevin sagt es ja, aus der U19-Bundesliga kommen jedes Jahr Top-Talente raus, die am Ende in Regionalligamannschaften landen und mehr zeigen wollen. Ne? Und der Platz, den du dann haben möchtest, da muss schon mehr kommen. Hätte dir trotzdem noch eine Chance gegeben, weil du mir besser ja, ich wollte sagen, ob ich gegen den vielleicht mal ein Match machen kann. Also es haben ja schon einige die Chance bekommen und ich weiß, was ich kann vor der Kiste. Ich habe mit links besseren Schuss als manche mit hartem Fuß. Und ich würde gerne noch mal gegen den ins Stechen gehen, das wäre korrekt auf jeden Fall. Einmal, dann könnt ihr sehen, ansonsten fahre ich dann nach Hause, wenn es nicht klappt. Wenn es klappt, dann gehe ich weiter, ganz einfach. Boah, ich sag dir ehrlich, Wallabilla, das ist so ein Levante, er weiß gar nicht, was er da labert. Weiter als ich ist Wallabilla, das ist Ayub. Richtig Ayub. Aber es ist eine Fußballshow, keine Talkshow. Alles gut, wenn ein Berater redet, wir sind alle leise. Alles gut, passt schon. So soll es gar nicht sein. Darfst du eins vergessen, musst ein bisschen Respekt haben. Ich hab Respekt. Nee, du hast keinen Respekt. Doch, ich hab Respekt. Weil du sagst gerade, wenn der Berater redet, dann müssen alle leise sein. Du musst Respekt haben. Wir haben auch Respekt vor euch, du hast keinen Respekt. Ich hab Respekt, alles gut. Nein, wir gehen raus. Nochmal ganz kurz, final, letztes Wort. Es tut mir wirklich leid, auch für Doni, weil du bist ein guter Fußballer, ein guter Kerl. Du wirst bei den Feinste Pro-Spielen eingeladen werden. Das hast du schon mal sicher. Und dann kannst du natürlich auch ganz vielen Leuten da draußen zeigen, dass du auf Großfeld eine Maschine bist. Nimm es nicht zu hart, aber wir mussten. Du wärst einer gewesen, der viel zu 1000% mehr Chancen verdient hätte als andere in den alten Folgen. Hast du mein Wort, weil du bist ein guter Fußballer. Und ich sehe das auch so, du hast natürlich besser performt als viele anderen, aber ich verstehe auch meine Jurykollegen, die sagen, das Alter spielt trotzdem noch eine gewisse Rolle, es geht ja um Probetraining. Nimm es nicht zu hart, aber deshalb nochmal vielen, vielen Dank, Doni und Lozan, ja? Dankeschön. Ich brauche von niemandem eine Meinung, ob ich gut bin oder nicht. Ich weiß, dass ich gut bin, deswegen. So. Ich respektiere die Entscheidung. Ich muss weiter arbeiten und was soll ich sagen, hat anscheinend nicht gelangt. Aber ich freue mich auf das Spiel. Diad hat mir sein Wort gegeben, da kann ich ein bisschen rasieren. Freunde, eine richtig geile Challenge. Jetzt sehen wir hier Flugbälle. Kontakt mit Abschluss ist, glaube ich, richtig geil. Sehen wir heute ein paar Diagonalbälle, auch den Kontakt mit Abschluss. Ist, glaube ich, wieder viel Unterhaltung, deshalb viel Spaß mit dieser Challenge. Okay, Faris. Wenn du ready bist, guter Ball, Faris. Okay, Touch, okay. Gut, Amir. Okay, einmal mit links, das, auf die andere Seite einmal rüber. Okay, Faris, gerne. Guter Ball. Touch, nicht gut. Gut abgelegt, Amir. Sehr schön. Schön. Faris, deine Bälle sind super. Ja, guck mal, wie gemalt. Ja, Schnur gezogen. Touch auch nicht. Gut abgelegt, Amir. Okay, danke. Das Problem bei ihm war, was er auch schon befürchtet davor auch, so dieses, er ist zu, also auf dem Großfeld. Er ist zu hektisch? Zu hektisch. Das ist doch nicht der Typ, glaube ich, dafür, ja? Nee. Aber toll, seine Bälle kommen gut. Der ist gut. Gut. Bälle waren gut. Sehr wow. Schön. Stark. Wow. Alles mit Tempo auch so, ne? Gut, ja, Ablage. Schießen kann er. Ich glaube, weil die Jungs auch, die drei, man sieht, dass sie auch in einer ganz höheren Liga spielen. Die beiden, genau, die drei gehören woanders hin. Dann sage. Ist so. Ja. Ist aber auch nicht ordentlich, muss er holen. Oh, schön, Amir. Amir stark. Sehr schön, Amir, echt. Amir stark, aber auch. Auch Fahr ist sehr gut. Amir, wenn du ready bist. Die kann er auch. Perfekt dabei. Du Fuchs, okay. Ne? Du Fuchs. Super, Jungs, ey. Oh, die drei machen Spaß zuzugucken gerade, ja, ne? Ja, so, der ist gut. Ja. Und Amir kann ablegen. Aber Amir muss auch noch schießen. Ja, Amir muss auch noch schießen. Sehr schön. Gut, Fahr ist. Sauber. Ah, okay. Auf die Flugbälle freue ich mich, Kevin. Ja, ich will die mal endlich live sehen. Schön, Memo. Sauber, ja. Schön, Memo. Ready? Gerne. Flugbälle sind echt nicht, also von der Technik her trotzdem natürlich nicht gut, aber gut, Memo. Ah, Memo hat uns auseinandergenommen, ja. Der hat uns mit der Entscheidung ganz, ganz schwer gemacht. Guter Ball. Gute Bälle. Sehr schön. Ah, sauber. Sauber, Amir. Ah, rundum guter Ablauf. Genau, vom Ablauf her Abschlüsse. Wenn du den jetzt noch reinmacht, schön ins lange Eck. Mhm. Dann bist du schon. Dann ist überragend. Gute Bälle, Memo. Oh! Mit links, schön, ne? Über den Schlappen. Ja, ne? Wenn er so kommt, kommt er. Und dann noch mit links, ja. Ja. Aber wenn du den fragst, dann sagt er, wollte ihn genauso machen. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Und die Werbeunterbrechung ist mir extrem wichtig. Es ist meine erste eigene App, die ich rausgebracht habe. Ist komplett kostenfrei.
Ich packe euch nochmal einen Link zum Download rein. Es geht darum, dass ihr coole Sport- und Fußballfragen rund um die Welt beantworten könnt. Es gibt ein Ranking, wo ihr euch quasi einstuft, je nachdem, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet. Und es gibt ein neues Feature, was wir eingebaut haben. Es ist das Bilderraten. Und das kennt ihr von der einen oder anderen TV-Show. Erst sind die Bilder verschwommen, werden dann mit der Zeit immer klarer und ihr müsst dann ganz schnell erraten, welcher Fußballer das dann in dem Fall ist. Ist eine richtig coole App, wenn ihr auch Langeweile habt nebenbei. Gerne jetzt downloaden. Wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. So, Freunde, die Challenge ist jetzt vorbei. Schön, dass wir auch wieder eine große Halle haben, große Tore, dass wir da ein paar Flugbälle sehen konnten. Ich würde sagen, Kev hat mal am Anfang was gesagt. Agit, Ferro kann jetzt gerne mal seine erste Meinung sagen. Ja, gut. Ich fange mal direkt bei Abdullah an. Ich wollte mir noch ein paar Runden sehen, wie er jetzt da noch ein bisschen hier, was er noch zeigen kann. Aber leider hat es für mich jetzt nicht mehr gereicht, meiner Meinung nach. Und ja, der zweite, ich würde dann auch schwer. Es ist echt, echt schwer, weil alle sind wirklich gut, weil es ist ja wirklich gerade so. Die Ängste, das engste Ding ist, ne? Mach mal erstmal hier. Ich muss mir noch ein bisschen überlegen. Also, mein erster Streichkandidat, leider Abdul. Ja, weil das Niveau jetzt schon echt brutal hoch ist. Und zweiter Streichkandidat ist wirklich sehr, sehr schwer gerade, weil normalerweise nach den vorherigen Challenge muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich dann mich für Memo entschieden hätte. Nach den ersten Challenges. Aber was wir jetzt in der Challenge gesehen haben, war schon sehr, sehr stark. Flugbälle waren gut, Torabschluss war sehr gut. So, ich hätte vorher so entschieden, aber nach dem, was du performt hast, muss ich mich leider, auch wenn die Entscheidung sehr, sehr schwer fällt, für Fares entscheiden. Also diese Meinungen sind unterschiedlich. Ich fand die Flugbälle, die er gespielt hat, am stärksten, meiner Meinung nach. Und auch vom Ablauf her, das hat echt Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Aber es ist unterschiedlich, aber ich verstehe das. Ich würde auf jeden Fall auch Abdul rauswählen, weil da war... Der ist halt am meisten von allen abgefallen, also deutlich abgefallen, ohne jetzt gegen dich schießen zu wollen. Aber für mich war das deutlich schwächer als alle anderen. Und dann wird es halt zwischen denen viel weiter. Ich würde Fares da trotzdem noch auf die A1 sehen. Ich würde tatsächlich, auch wenn Memo auch richtig, richtig stark war gerade, aber davor war, ich kann das davor nicht außer Acht lassen, würde ich aber da mit Memo gehen. Ich sage, davor war er jetzt nicht so gut, wie er jetzt gerade war. Und die anderen waren dafür auch noch alle sehr, sehr gut. Deshalb würde ich mich für Memo entscheiden, auch wenn er gerade überragend performt hat. Also mein Mann ist Abdul. You are my man, Alter. Das macht. Also wie gesagt, der Junge hat bis jetzt sehr, sehr gut durchgeschlagen, aber bis hierhin. Und da merkt man direkt die anderen vier ganz anderes Niveau. Und bei mir auch jetzt ganz, ganz schwer, jetzt eine Person rauszupicken, weil die Challenge war Memo auch sehr, 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 sehr stark. Und die anderen sowieso. Deswegen, ja, weiß ich ehrlich nicht. Ganz schwer. Also wenn man das ganze Video betrachten würde, wenn man das so sehen würde, hast du recht. Genau. Wenn man die anderen Challenges von Memo sehen würde, würde man sagen, ey, da kann er mit den anderen drei nicht mithalten. Aber die Challenge war ja wirklich sehr, sehr stark. Wir müssen ja, ich musste ja irgendwas mich festmachen, warum ich sage, guck mal, weil die alle vier waren auf einem komplett gleichen Niveau. Also Fares vielleicht von den Flugbällen fand ich sogar noch präziser, aber sonst alle sehr ähnlich und ähnlich auf einem Top-Niveau. So, und dann, ich musste mich an irgendwas festmachen, deshalb habe ich so entschieden, aber ihr entscheidet. Ich würde den Fares eine Chance lassen, so, ich gebe denen eine Chance, so, ich denke auf jeden Fall, da kann er auf jeden Fall noch was rausholen. Bei Memo auf jeden Fall, Memo spielt gut, weißt du, was ich meine, wie du gesagt hast, aber wenn man es jetzt mit der anderen Runde da, wenn man die andere Runde betrachtet, ja, ist so schwer, deswegen würde ich sagen, ich gebe meine Stimme Fares und für Memo würde ich dann sagen, tut mir leid, leider hat es für mich nicht gereicht. Dann würde ich auch sagen, weil ich meine, so, wenn ich das sehen würde, wie du sagst, weil man muss ja das Fußballerische betrachten, weil ich bin ja, komme aus einem ganz anderen Fach und die vier, wie gesagt, waren meiner Meinung nach selbe Niveau und wenn man die anderen Challenges betrachten würde, würde man sagen, ey, dann gehe ich auch mit Memo, weißt du? Gebe ich mir also das Memo und Abdul raus, weißt du? Perfekt. Aber ey, darf ich das sagen, war Bombe, ehrlich. Stark. Kann ich reden? Erzähl, Bri. Also, ich würde jetzt sagen, kann man jetzt nicht so machen, dass nur einer rausfliegt? Nein. Nein, gerade nicht, jetzt auch nicht. Achso, wolltest du jemanden herausfordern? Du weißt noch, was ich gerade eben gesagt habe? Ich respektiere dich. Ich weiß, was nein, du meinst. Nein, ich meine nicht, dass das weil ich weiß, guck mal, Kevin, sorry, dass ich jetzt dazwischen rede, aber weißt du, ich hasse aber verlieren. Ich will einfach kommen, gewinnen, kämpfen, dann weitergehen. Ah, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. So, alles gut, ich akzeptiere auch, dass ich rausgeflogen bin. Aber man könnte ja machen, so eine Runde weiterzukommen, ist besser als die letzte Runde. Ja, aber bis jetzt, wir haben es nicht gemacht, weißt du, was ich meine, wäre jetzt unfair. Alles gut, ich akzeptiere eure Meinung.
Danke ich auf jeden Fall, du warst für mich. Wie Kevin es richtig gesagt hat, wir haben es gerade schon unterbunden, deshalb auch ganz klar hier ein Nein, ohne das Böse zu meinen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, na, ich höre. Ja, bei Fares und Memo habe ich Schwierigkeiten. Ja, das ist das, ich schwöre, das ist das Problem. Ich will nicht mal meine Stimme einloggen bei Memo, ich schwöre. Das ist schade um ihn. Du kannst ihn nochmal ein Stechen schicken, wenn du es dir anders überlegst, bei den beiden. Wenn du sagst, du willst Memo haben, dann spielt Fares nochmal gegen Memo um 1 gegen 1. Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant. Das wäre auf eine Ebene. Das wäre auch nicht aber das ist so, deine Entscheidung. Bei Abdul sind wir uns einig. Ich bin, ne? Dafür bin ich schon wirklich dabei, weil die wirklich beide. Ey, ich schwöre, ich will den Memo nicht nach Hause schicken, ja, weil der war wirklich gut. Ja, beide haben wirklich, beide haben alles gezeigt, auch beide hatten ein bisschen Höhen und Tiefen, aber... Perfekt, dann würde ich sagen, machen wir es so. Ich akzeptiere auf jeden Fall, was ihr sagt, aber ich könnte jetzt auch einmal mit den Stechen machen, wenn es geht. Aber wie gesagt, die vier stechen dich komplett von allen anderen ab, weißt du? Du sagst gerade so, wie ich akzeptiere eure Entscheidung und diese aber lass das weg danach. Ich habe dich jetzt nicht vertraut, Bruder. Mein Vertrauen hat du jetzt, Bruder. Aber du bleibst trotzdem unser Kapitän. So. Okay. Dankeschön dir, Abdul, dass du mitgemacht hast. Und Fares und gegen Memo, da bin ich nochmal richtig gespannt, was da abgeht gleich. Also, weil ich rausgeflogen bin, ist einfach, ich akzeptiere das einfach nicht. Aber was soll man machen? Jeder muss halt akzeptieren, was er raus ist. Ja, also ich war auf jeden Fall besser als die anderen. Ich habe auch in der ersten Runde 5 Tore gemacht, auch mit dem ersten Versuch direkt, alles fertig und Punkt. Aber natürlich im dritten Versuch, wenn die sagen, die anderen sind besser, dann sind die halt besser. Aber natürlich Levandi auf die 1 und ich verlose auf jeden Fall Kapitänsbinde an Diaz Community. Kommentiert auf jeden Fall Levandi auf die 1, hier Kapitänsbinde verlosen. Okay, stechen. Fares gegen Memo. Wenn ihr ready seid, gerne. Freue ich mich auf das Duell. Hm? Ah, der war. Flugball war. Aber egal, müssen. Boah, schön. Was meine ich? Also Fußballer, ich glaube, ist der Junge schon andere Liga, ne? Gedrängt hat. Er ist von Linksfuß. Er hat ihm schön die Sahneseite angeboten. Ja, super, ne? Touch. Guter Touch. Ist schon wieder. Komm hin, mach wieder, mach wieder, mach wieder. Guck mal. Das ist halt die Qualität, die ich dann zeige, ne? Beide Spiele. Einmal Position tauschen. Gerne, Fares. Gute Annahme. Keine Chance. Andere Level. Ich würde das hier sagen, Schert, ey, wir können so viel reden und so schießen und dies und das. Am Ende, wenn es drauf ankommt. Das ist halt der Unterschied, ne? Bisschen, ja. Er halt so nicht. Guck mal den Ball an. So Ballannahme, so alles. Wie aggressiv er hoch verteidigt und dann ist schwer. Ja, gut. Aber er hatte nur die Ausfahrt. Er hatte nur die Ausfahrt. Ja, ja, so. Der hat ihm nur die Seite angeboten. Genau. So, Freunde, wir haben jetzt gerade die Duelle gesehen. Agit, willst du? Ich fange an. Also, wie gesagt, ey, Fares, wirklich geistig. So, ich habe gerade auch den Diar gesagt, das ist so wie bei uns. Wenn ich bei unserer Sportart, also im Boxen, wenn jemand gegen den Sandsack haut und dann Sparring macht, weißt du, das ist auch den Unterschied. Das hat man leider gesehen, ey, Fares, ehrlich, sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, Memo auch danke. Auch gut und weiter geht's. Stimme ich Agit genauso zu, weißt du, was ich meine? Man hat Fares gesehen, Fares hat top gespielt. Memo auch, hat sein Bestes gegeben, ne? Aber leider hat es hierfür jetzt erstmal nicht ausgereicht. Gibt's gar nichts hinzuzufügen. Ich war eben, hatte meine Stimme Fares, die Runde zu verlassen. Jetzt muss ich leider sagen, hat er, oder für ihn positiv, hat er mich umgestimmt. Ich glaube, Memo, an deinem Blick sieht man auch schon, dass du dir das denken kannst, dass einfach in diesem 1 gegen 1 er das Duell ganz klar gewonnen hat. Und dementsprechend weiter geht's. Also Memo erstmal Props, ne, so weit gekommen. Nicht umsonst Prinz Boateng, sein Lieblingsspieler, ne, muss schon Qualität haben, die hast du. Aber da ist Fares so ein abgezockterer Junge einfach, muss man sagen. Also du hast jetzt nicht gegen irgendeinen normalen Zocker, weil der Junge ist schon außergewöhnlich gut. Der Fares war auch gerade noch am Grinsen, wo wir gesagt haben, ey, 1 gegen 1, also. Er freut sich dann auf diese Aufgabe. Ich glaube, sogar gegen andere hier hättest du ganz sicher besser performen können gerade, aber du bist schon sehr weit gekommen. Das ist ja nicht wenig, jetzt so weit gekommen zu sein, sind viele vor dir ausgeschieden bei dieser Qualität heute. Props an Memo und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, aber Fares natürlich dann weiter. Also ich war mit meiner Leistung heute gar nicht zufrieden. Das kann auch daran liegen, dass ich 7-8 Stunden auf dem Weg war. Kaum geschlafen, nicht mal eine Minute. Aber egal, jetzt beim Stechen gerade eben hat Fares viel mehr verdient, sage ich offen und ehrlich. Auch bevor wir ins Stechen gegangen sind, hätte ich gesagt, dass er es mehr verdient hat. Also er ist auf jeden Fall ein besserer Kicker als ich heute gewesen. Heute war nicht mein Tag, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ansonsten hatte ich echt viel Spaß. Nur geile Leute hier, die Jury, geil.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Und ja, vielleicht bis nächstes Mal. So, Freunde, Halbfinale. Wir haben jetzt noch drei Teilnehmer dabei. Einmal Benny, Ami und Faris, die für mich heute auch am meisten abgeliefert haben, haben es jetzt verdient, hier zu stehen. Und jetzt gehen wir in die 1-gegen-1-Duelle. Jeder greift mal gegen jeden ein an und jeder verteidigt mal gegen den anderen. Wird ein geiles Ding, freue ich mich drauf und deshalb viel Spaß im Halbfinale. Das ist das Geilste, das ist ein geiles Duell. Aber ich glaube, da seine Dings. Ready? Flugbälle ist nicht so gut. Ich glaube, der ist ja auch nicht seine Stärke. Aber ich glaube, so das spielt schon gut. Papa. Aber passiert, Benni, ey. Halle ist auch ekelhaft. Es sind schon andere vor dir ausgerutscht. 60.000 separat, der rumläuft. Gut noch geholt. Ja, gute Kontrolle. Ja, der ist so richtig stark. Oh, guck mal. Oh, Jungs! Oh, körperlich auch stark. War auch schon voll, aber wie er sich noch kurz durchsetzt. Jungs, 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 geiles Duell. Boah, da gibt keiner. Stark. Stark. Wow, stark. Das war aber trotzdem. Benni, Alter. Das war trotzdem. Ich hätte gar keinen Bock, gegen den Mann zu spielen. Der wird mich töten. Bist du so schnell? So, oder? Sprint, wir haben hier Sprinttest, wir machen gleich. Ah, warte, jetzt geht's. Mart hat schwer. Er ist halt genau das, was Kev gesagt hat, ne? Komplett schnörkellos, zack, ja, an Zone. Ja, der macht jetzt nicht das Tänzchen, was der Fahrer macht. Nein, nein. Das kann er aber auch nicht. Nein, nein, das erwartet man aber auch von dem nicht jetzt so. Ja, auf jeden Fall. Oh, krasse Pässe, ne? Boah, aber super. Annahme stark. Schön. Geholt, super geholt. Super. Boah, versucht. Ja, aber super. Versucht. Sieht natürlich anders aus als sie bei Fares, aber es ist... Kommt einfach über Power, über Dynamik. So, das super Fußballer. Attribute. Time to shine, Amir. Regionalliga, da willst du hin, gegen einen spielst du jetzt. Schöner Touch mit der Hand. Oh. Ja. Boah, ja. Bruder, ganz easy. Ne? So aber kommt so spielerisch vorbei. Aber ganz flüssig, ne? Amir ist heute sehr gut, ne? Er nimmt die Einladung, das Geschenk an, linke Seite, kein Problem. Guter Touch. Oh, der Arm ist ja wirklich sehr gut, ne? Ah, jetzt ist er aber ein bisschen abgedriftet. Ja, das war. Mit Benni kannst du nicht so viele Spielchen machen, der packt gleich zu. Ja, das ja. Ist. Aber Arm hat einen guten Fuß. Boah, ist das auch ein geiles Duell. Ja, aber ja. Mit Benni kannst du nicht. Ja, ja. Geht nicht. Ja, der ist der Block schon. Können wir noch eine Runde sehen? Noch eine Runde bitte noch, Benni, wenn du kannst. Aber atme ruhig durch, trink noch mal was und dann. Guter Ball. Ganz easy, Bruder. Ja. Flüssig reingemacht, ne? Och, sehr schön. Clean, sehr gute Bewegung. Aber Benni ist auch auf, langsam defensiv. Der Arme, 200 Aktionen. Ja, nee, nee, Faris bitte, offensiv. Benni kann sich ausruhen. Reicht. Ja. Okay, zwei Zaubermäuse gegeneinander. Guter Ball. Guter Ball. Touch, super. Tschüss. Ja. Da hat er keine Stibitzchen gemacht, weil er weiß gar nicht, er hat auch Tempo. Weißt du, ja, hat er nicht diese nächste Zeit? Einmal Show noch. Ich will wirklich sehen, ob er das auch bei ihm machen kann. Guck dir den Touch an. Boah, ja, Mann, der ist voll. Ja, okay, aber. Aber ja. Aber mich mag das. Okay. Wow, super Bälle von Amir. Gut, Amir! Aber Benni, guck dir, wenn er das nicht macht. Sehr schönes Duell, sehr ja, schön, Amir. Amir sehr gut verteidigen, ne? Hätte ich nicht bei ihm gedacht. Sehr, sehr schön, Amir. Defensiv auch sehr, sehr stark, ja. Ich finde es defensiv auch gut. Freunde, wir haben ein sehr, sehr geiles Halbfinale gesehen. Also ich bin echt überrascht über den einen oder anderen, aber bei dem einen oder anderen habe ich nichts anderes erwartet. Amir defensiv extremst überrascht, richtig stark. Hast gezeigt auf jeden Fall, dass du auch gegen die Regionalligaspieler da auch wirklich Paroli bieten kannst. Hat mir richtig gut gefallen. Faris, brauche ich nicht viel zu sagen, ist der Mann, auf den ich gefühlt immer blind setzen kann, weil ich weiß, was ich kriege. Das ist immer die Top-Leistung. Für mich bist du wieder rausgestochen, offensiv wie defensiv, stärkster Mann. Was soll ich zu Benni sagen? Es ist halt so eine Bauchentscheidung zwischen Ami und Benni und bei mir ist die Bauchentscheidung für Benni. Ich mag das, wie du verteidigen kannst, wie du angreifen kannst. Hab die Vorstellung auch auf Großfeld. Deshalb ist für mich das Finale Faris und einmal Benni.
auch wenn Ami für mich unglaublich stark war und heute auch gezeigt hat, was in ihm steckt. Aber ich muss halt so, das war zwischen euch was eine Gefühlsentscheidung und mein Gefühl geht für Benny. Also bei mir ist auf jeden Fall Fares sehr, 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 sehr stark. Also ich habe dich schon, also von Challenge 1 bis jetzt, ich habe dich maximal unterschätzt, ne? Also das war ihm wirklich so, er spielt schon wirklich auf einem ganz anderen Niveau. Fußball, er kann tricksen, er hat auch ein gutes Auge. Wie gesagt, bei mir auch die Entscheidung ist so schwer. Das Amir verteidigt auch sehr, sehr gut. Und ich gebe meine Chance auf jeden Fall Amir. Also, sehr, ey Jungs, ne? Nicht falsch verstehen, Benni auch. Ne? Das war ein wirklich Kopf-an-Kopf-Duell. Ne? Also, wir reden hier so 2%. Ich sage, also mein Lock ist auf jeden Fall, also was heißt nicht, dass Amir rausgeht, der Amir bleibt, ich meine also, dass Benni rausgeht, sondern genau. Ja, wie gesagt, ne? Faris hat top gespielt, Amir auch. Gut gespielt, Benny auch 100% dahinter gewesen. Kondition war da auf jeden Fall, Power war da, weißt du, was ich meine? Es sind die Zweikämpfe sehr gut reingegangen, aber trotzdem stimme ich den Agit auch zu. Ich werde meine Stimme dem Benny geben. Hat Faris und Amir haben mir jetzt in der Runde besser gefallen und die, dementsprechend fällt meine Entscheidung auch. Ich glaube, auf großem Feld draußen hat seine Gründe. Ben, warum du in der Regionalliga spielst, bringt sehr, sehr viel dafür mit, keine Frage. Ich kann das mit meinem Herzen nicht vereinbaren, dass ich dann jetzt Amir nach Hause schicken würde, weil er hat jede Challenge performt, hat Gas gegeben und jetzt gerade auch in der letzten Challenge. Hat mich sehr überrascht, auch im Defensivverhalten. Na, offensiv hat er sich sehr, sehr gut behauptet. Ist, glaube ich, in 2 von 3 Aktionen zum Abschluss gekommen, hat getroffen. Hat auch defensiv gut verteidigt, deswegen mein Finale ist Amir gegen Faris. Dann haben wir, ja, wurde ich überstimmt, ist ja auch mal schön. Haben wir aber trotzdem auch ein geiles Finale und auch einen überragenden Regionalliga-Fußballer. Und jeder hat gesehen, warum er Regionalliga spielen kann. Oder der ist bestimmt auch ein Großteil, ist ja bestimmt Maschine. Der ist auch, hat auch hier gezeigt. Aber ich gehe nur nach der Leistung heute hier. 100%. Ich gehe nach der Leistung nur heute hier. Wie viele Spiele hast du gespielt diese Saison? Also ja, so ich glaube 10, 11 Einsätze, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. War 4, 5 Wochen raus, deswegen am Anfang alle Spiele verpasst. Also ich sag klar, Regionalliga West ist schon was Gutes. Ich denke, jetzt die Rückrunde muss man einfach Vollgas geben und dann kann auch mehr kommen. Genau. Regionalliga West ist Profifußball. Ganz kurz festhalten, Regionalliga West ist mittlerweile Profifußball und der Junge ist Profifußballer. Mhm. Der ist schon, man merkt auch, Qualität ist schon. Ich wette, der ist auf dem großen Feld bestimmt richtig krass. Ja, man muss sagen, die Jungs haben das super gemacht. Sind echt Zocker. Ja, wie sympathisch. Ja, stark. Gibt noch Props. Super starke gemacht. Worte. Killer. Danke, Benni. Ja, war gut, dass ich dabei sein durfte. Hat mich echt gefreut. Haben jetzt morgen Vorbereitungsstart. Noch mal ein bisschen am Ball sein. War ganz gut. Muss sagen, bin leider schon unzufrieden mit mir selbst. Also von Challenge 1 bis zum Ende, sage ich, weiß ich, dass ich auf jeden Fall mehr kann. Man muss sagen, die Jungs haben das jetzt super gemacht. Muss ich auch zustimmen, dass die Jury so gewählt hat, auf jeden Fall. War cool, wieder dabei zu sein und mal schauen, was in der Zukunft kommt. Weiter Vollgas geben und ja. So, Freunde, heute fürs Finale, das hatten wir schon ein, zwei Mal, die Block-Challenge. Da sehen wir offensive und defensive, dynamische, schnelle Bewegungen und viele Abschlüsse aufs Tor. Deshalb viel Spaß im Finale. Finale, Amir gegen Faris, ihr könnt gerne starten. Yes. Boah, schade. Hätte ich ihm gegönnt. Aber Faris blockt ihn gut, ne? Ja, jawohl! Der Faris ist so... Ja, ging! Kein Tor. Jetzt. Hättest du doch mitgenommen. Aber gute Bewegung, Afar ist auch gut hinterhergekommen, ne? Ja. Der hat so kleine flinke Schritte, immer nicken wirklich jetzt und keiner Möppel checkt. Der ist so schnell, aber der ist wirklich schnell. Der ist flink. Are you ready? Ja, dann gerne starten. Stark. Boah, der Fall ist gefällt mir. Ganz abgewichst, Da kannst du 1 gegen 1 gehen, genau. Geh ins Dribbling. Oder C, ey. Jeder noch einen Durchgang? Sorry, Alter. Das ist gut, Alter. Muss man eigentlich sagen. Verdammt gut, Mann. Weißt du, was das Krasse ist? Faris, ne? Er hat sich kurz einmal abgehoben, das Arm hier stehen geblieben ist, sagt, da kommt jetzt noch. Er hat es einfach weg. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist auch so gut, klar. Da hat er Zeit gehabt. Trotzdem nicht rein, ne? Kau, du bist im Weg.
Da hat der Joe aufgepasst. Aber gute Bewegung, jetzt Chip. Weißt du, was ich bei Arme gemerkt habe? Deine Arme unter Druck kommt, ne? Lässt schnell nach. Nein, der lässt schnell nach, aber die Konzentration lässt auch viel nach. Weißt du, der ballert dann einfach nur drauf, weißt du? Mhm. Gerne, wenn ihr ready seid, Fares, kannst starten. Oh, der hat einen Knick gegönnt. Ja. Da war heute auch. Jo. Ja, der Schuss, ne, war wild. Jo. Easy. Ja, alles klar. Hallo zusammen, das geht an alle Sportbegeisterten da draußen. Diese Fitgun ist aktuell mit dem Code Köln50 50% günstiger zu haben. Jedem Sportler empfehle ich diese Fitgun. Sie hat verschiedene Aufsätze und ist ideal und sollte in keinem Schrank zu Hause fehlen. So Freunde, sehr schönes Finale auf jeden Fall. Am Ende des Tages kann es nur einen geben. Also das Coole ist ja auch, beide sind aktuell vereinslos. Beide suchen noch und einer von den beiden kriegt jetzt die Möglichkeit, sich schon im Januar mit einem festen Datum schon unter Beweis zu stellen. Das heißt, in wenigen Wochen ist er schon beim Probetraining dabei. Einer von euch beiden, die Entscheidung müssen wir jetzt treffen. Also von den Challenges her insgesamt, muss man ja sagen, haben beide auf sehr hohem Level performt. So mit der Geschichte von dem ganzen Format von Find the Pro seit Tag 1, muss man ja sagen, Amir ist seit der ersten Folge dabei, hatte auch schon die Chance, bei einem Profiverein sich zu beweisen, hat sein Probetraining gehabt. Aufgrund dieser ganzen Parameter und das, was heute abgeliefert worden ist, bin ich bei Fares. Ja, Top-Spieler, zwei Top-Spieler, super sympathische Jungs auch, weißt du, was ich meine, menschlich auch korrekt, aber wir gehen ja hier nach Leistung. Und Faris Top-Leistung gezeigt, der Amir auch. Trotzdem hat mir der Faris ein bisschen mehr Power gefühlt dagelassen und hat sich, wie auch Kevin sagt, hat sich die Ecken schön ausgesucht. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, für diese Runde würde ich auch Faris gehen. Tut mir leid, Memo, aber trotzdem wirklich super. Ja, Amir auch Find the Pro-Gesicht seit Tag 1. Heute steht er wieder hier, ein halbes Jahr später. Super gemacht, aber wie die anderen beiden Jungs auch gesagt haben, müssen wir trotzdem immer nach Leistung gehen. Und Fares hat am Anfang so ein paar Schwierigkeiten, kam hinten raus aber immer besser raus und hat, glaube ich, ja auch für Überraschung gesorgt. Ich wusste immer, was du kannst, aber die anderen Jury-Kollegen mussten das erstmal sehen. Amir hat es super gemacht, hat es heute gezeigt, was auch in dir steckt, aber ich muss fair und ehrlich sein und fair und ehrlich ist einfach Fares, dass er am Ende des Tages der Gewinner hier ist. Also ich kann auch nicht viel hinzufügen, ne? Also ich hatte dich erst mal sehr, sehr krass unterschätzt, Fares. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass du so auf so einem Niveau kicken kannst. Und bei der letzten Challenge hat man einfach nur gesehen, dass du wirklich explosiv bist, dass deine Fitness halt quasi nicht stimmt, aber du trotzdem Maximum spielen kannst. Und Amir auch sehr, sehr gut gemacht. Aber nichtsdestotrotz, mein Call ist für heute bewertet schon, wie gesagt, die Leistung. Und da war er in der Challenge und ja, besser auf jeden Fall. Darf ich noch was sagen? Also danke für die Entscheidung. Ich fühle mich auch geehrt. Ich respektiere natürlich eure Entscheidung, aber ich denke, Amir, mein Bruder, er war sehr gut. Also die anderen Jungs natürlich auch, aber im Endeffekt wird dann, glaube ich, leistungsbezogen dann entschieden, wer gewonnen hat. Aber ich denke, Amir hat genauso verdient wie ich, ein Probetraining zu bekommen, weil mein Bruder ist auch vereinslos. Und ich glaube, wir haben es beide schwer. Wir wissen, wie das ist, vereinslos zu sein, ohne Training, ohne Mannschaftsteam. Und ich glaube, wie gesagt, es war wie letztes Mal, aber es ist einfach so, wir haben es beide verdient, wir waren beide top. Und ich denke, vielleicht ist das möglich, dass bei den Training bekommen. Ich habe mal eine Frage, welche Liga hast du gespielt, bevor du vereinslos warst? Oberliga, hier in Westfalen. Und du, Amir? Das Höchste, was ich gespielt habe, war im Training und in Testspielen von zweiter Bundesliga. In Vergangenheit, Jugend komplett Borussia Mönchengladbach, NLZ. Ja, zuletzt habe ich Oberliga gespielt. Das ist eigentlich, also wie gesagt, also das muss dir halt entscheiden, glaube ich, wer, wie was. Beide haben Qualität. Es geht ja für das Probetraining im Januar. Da ist das Problem, da haben wir nur einen Trainingsplatz frei. Das heißt, in dem Fall ist das dann für Fares. Aber mit Amir bin ich sowieso im Austausch. Ne? Die Spanien-Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Beziehungsweise auch noch andere Türen werden sich für dich öffnen. Ne? Beide, glaube ich, auch bei der Ballers League dabei, oder? Da sehen wir uns sowieso ständig. Und da wird sich auch mit Sicherheit sowieso noch was für Amir ergeben. Da bin ich mir sicher, weil er die Qualität hat. Ich glaube sowieso, du bist mit einigen Vereinen schon im Gespräch, unabhängig von dem Format. Und wer es heute auch noch gesehen hat, wird sich mit Sicherheit noch bei dir melden, dich einladen, dass sie gesehen haben, 20 Jahre, 21 bist du? 21. 21.
und noch vereinslos, also aus dir kann man noch viel machen. Ich glaube, da bleiben wir sowieso in Kontakt, aber es geht ja für den Januar und da ist es wirklich so, dass wir nichts machen können, dass nur ein Platz frei ist und der ist dann halt für Fares. Und das hat der völlig verdient, der Junge. Mir hat das einfach Spaß gemacht hier mit den Jungs, auch die da draußen. Alle super Kicker, jeder einzelne. Aber der Fares hat sich das heute komplett verdient. Bin ich voll bei euch. Im letzten Challenge nochmal deutlich ticken besser als ich. Was ich ihn auch total gönne. Das ist ein super Kerl. Stark, Amir. Schöne Worte, Mann. Amir, immer Gentleman. Immer Props. Immer Respekt, immer höflich, immer ja, auch ich mag realistisch. Punkt. Stark, Amir. Wirklich. Jetzt ist der Moment noch gekommen mit Kevin. Ne? Ist ja nicht nur, dass du Probetraining hast, sondern du musst bei uns im Berater. Ja, trag ein deine Daten. Du musst bei uns im Beratervertrag unterschreiben. Ja, eins für dich, eins für mich. Also weißt, ne, es gab Leute, die haben so Sachen unterschrieben, haben ihre Seele verkauft. Ja, ich verkaufe gerne, wenn ich Probleme habe. Das ist eine Generalvollmacht, also alles, was du verdienst, gehört dann ab dem Tag mehr. Ach so, mein Vater ist auch noch da. Ja, kein Problem. Nein, einfach hier das. Ich wollte noch mal kurz was erwähnen. Ich wollte mich aufrichtig entschuldigen für mein Fehlverhalten. Ich habe aus der Wut herausgesprochen. Ich wollte auch unbedingt die Gelegenheit bekommen, mal bei einer Profimannschaft mitzutrainieren. Das war auf jeden Fall von mir respektlos und ich freue mich bei euch allen erstmal. Tut mir leid nochmal, der war nicht. Respekt. Stark. Respekt, Bruder. Ich liebe euch alle, wisst ihr. Also war vielleicht noch so ein versöhnliches Happy End mit Kevin und Losan. Letztens hatte ich noch Alexander attackiert. Ja, heute mit dem blauen Auge in München. Ich weiß gar nicht, warum sie immer auf dich gehen, keine Ahnung. Ja, aber so kein Problem. Der hält auch kein Blatt vor dem Mund, so richtig so. Er macht's nicht. Aber wenn man dann auch den Mumm hat und sich hinstellt und sagt, ey, tut mir leid, ich habe überreagiert, war ein bisschen zu viel, ich bin übers Ziel hinausgefahren, dann Respekt, dann nimmt man die Entschuldigung an und alles gut. Ja, damit ist das Thema auch erledigt. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass auch nicht selbstverständlich, dass ich hier sein darf. Auch danke erstmal an dir und an alle hier, dass ich hier sein darf. Und ich weiß das zu schätzen und ich hoffe, dass ich wahrscheinlich auch weiteren Folgen mit dabei sein kann. Cool, ja. So, hey. Korrekt. Ciao. Ich hoffe, euch hat an dieser Stelle das Video gefallen. Jury-Kollegen sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne ein Abo dalassen. Für Fares noch eine kleine Überraschung, ne? Weil du hast ja jetzt auch gerade was unterschrieben. Dir hat ja auch gesagt, es gibt was Garantiertes. Ne? Du bekommst die Chance bei einem Club mit einem garantierten Datum ins Training einzugehen und dich zu präsentieren. Und dann weißt du natürlich auch. Also Agit hat ja auch schon eben gesagt, dass auch noch athletisch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und das müssen wir halt rauskitzeln. Deswegen, ne, also das ist kein Angebot, das ist eine Sache, die du auf jeden Fall machen musst, weil das eine Chance ist für dich. Ja, ich erwarte dich bei Kader, bei KM1 Training tagtäglich ackern, Gas geben, damit die Chance sich von deiner Seite erhöht. Ne? Du musst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du auch in diesem Training performst, dass sie dich annehmen werden, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und da bringt das mit, sehr, sehr hart zu arbeiten. Zweimal täglich, da erwarten wir dich in Köln, auf dem Platz, im Gym. Du musst Vollgas geben. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ja. Ich komme extra aus Lübeck dahin, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, da machen wir. So, das ist eine Chance. Dankeschön. Sehr schön. Vielen Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Gerne meine Jury-Kollegen in der Videobeschreibung abchecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.